Sie kommen zu Tausenden für die Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch Europa setzt auf Abgrenzung. Wie steht es um unsere Wertegemeinschaft? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Titel, Thesen, Temperamente. Auf den Tag genau vor 4 Wochen ertranken 400 Menschen vor Lampedusa. Hilfsorganisationen sind im Einsatz, Privatpersonen aber machen sich strafbar, laut italienischem Gesetz, wenn sie erste Hilfe leisten. Das wäre Beihilfe zu illegaler Einwanderung. Auch bei uns wird für einen anderen Umgang mit Flüchtlingen demonstriert. Tausende gingen gestern in Deutschland auf die Straße. Europas Grenze geht uns alle an. Abschottung kann auf Dauer nicht unsere Strategie bleiben. 20.000 Menschen ertranken bereits. Ein Museum will jetzt auf Lampedusa an sie erinnern. Ein Schiffsfriedhof mitten auf Lampedusa. Vor 4 Wochen starben 400 Flüchtlinge, knapp einen Kilometer vor dem rettenden Hafen. 400, die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa über das Mittelmeer trieb. Das Meer, das manche schon das Meer der Toten nennen. An dem Abend war ich mit Freunden im Hafen. Wir haben die Leichen gesehen. In unserer Verwirrung sind wir mit dem Boot rausgefahren, in der Hoffnung, noch jemanden zu retten. Aber ich war wütend. Es war ein zersetzender innerer Schmerz. Und ich dachte, das ist Krieg. Giacomo Sferlazzo, Sänger und Künstler aus Lampedusa. Was von solchen Tragödien bleibt, das sammelt er. Alltagsgegenstände, geborgen aus den Wracks der Flüchtlingsschiffe. Später soll ein Museum der Migration daraus werden, das die Erinnerung bewahrt. Eine Geschichte der Menschheit in Bewegung. Die Tatsache allein, dass Menschen auf so eine gefährliche Reise Briefe, einen Koran oder die Bibel mitnehmen, erzählt ganz viel. Das heißt ja, sie tragen eine Geschichte mit sich oder ein Gebet. Lampedusa, der Außenposten Europas, Brennpunkt einer Politik, die Geld- und Warenströme globalisiert, Menschen aber gegen Grenzen laufen oder dort ertrinken lässt. Das Tor zu Europa des Künstlers Mimmo Palladino. Ein hübsches Symbol, mehr wohl nicht. Die Fischer von Lampedusa waren Augenzeugen. Für sie ist nichts wie vorher. Was heißt Normalität bei so vielen Toten? Normal sind in Lampedusa die vielen kleinen Tragödien. An die haben wir uns gewöhnt. Aber diese letzte war einfach zu groß, um einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen. Seit Jahren dieselben Bilder. Todesfahrten verzweifelter Afrikaner, die mit der Übergabe der Ersparnisse an skrupellose Schlepper beginnen. Und derselbe Abwehrreflex. Europa rüstet auf gegen Migranten. Die Grenzagentur Frontex soll Europas Grenzen schützen und illegale Einwanderung stoppen, um jeden Preis. Die Frage ist doch, wie aber Ordnung und Schutz hergestellt wird und ob wir dazu ein hochmilitarisiertes System von Außengrenzen brauchen, die keinen Schutz darstellen, sondern wie wir wissen, für tausende Menschen mittlerweile den Tod darstellt. Und die Frage ist, ob so ein europäisches, aufgeklärtes, sich zivilisiert denkendes Europa sich sowas eigentlich noch weiter leisten kann. Nach der Tragödie. Giacomo Sferlazzo ist unter den wütenden Bürgern, die EU-Politiker mit Pfiffen empfangen. José Barroso weiß keine Antwort. Papst Francesco, Sohn italienischer Einwanderer in Argentinien, im Juli auf Lampedusa. Jetzt sprach er von einer kollektiven Schande, der europäischen Schande. Ich glaube, diese Menschen aus Afrika kommen, um uns die Rechnung dafür zu präsentieren, dass wir sie jahrhundertelang ausgebeutet haben. Aber es ist nicht eine gesalzene Rechnung, die wir eigentlich bezahlen müssten. Sie hoffen nur auf ein bisschen Menschlichkeit. Conto salato che dovrebbero chiedere, un pezzettino di umanità.
Willkommen auf Lampedusa. Das Auffanglager für Flüchtlinge ist rettungslos überfüllt. Menschen, ganze Familien kampieren unter Bäumen. Und beinahe jede Nacht kommen mehr. Nur weiter, rein nach Europa, dürfen sie nicht. Es gab schon immer Mobilität und Migrationsströme. Und letztendlich seit 500 Jahren leben wir in einer vernetzten Welt, die hergestellt wurde durch europäischen Kolonialismus. Das heißt, die Politik ist hier das Problem, die hier an den Grenzen was inszeniert, nämlich eine Tragödie inszeniert. Kürzlich in Berlin und gestern in Hamburg. Demonstrationen jetzt auch in Deutschland. Gegen die Festung Europa. Dafür, dass dieses Europa sich an seine Werte erinnert. Pragmatiker fordern für Flüchtlinge das Recht auf legale Einwanderung durch einen humanitären Korridor. Damit wenigstens der akute und doch schon Jahre währende Ausnahmezustand endet. Bis Europa vielleicht im nächsten Sommer seine Flüchtlingspolitik debattiert, werden wohl noch einige Schiffe untergehen. Wie viele Tote sind es wohl das nächste Mal? Manchmal fragt sich Giacomo Sferlazzo, ob die Wirklichkeit nicht doch stärker ist als die Kunst. In der Welt sterben täglich Tausende auf der Flucht. Wir sehen sie nur nicht. Aber mir scheint, wir fangen jetzt an zu erkennen, dass der Krieg auch ankommt, wo wir wohnen. Dass er bei uns ankommt. Wir hier, die dort. Diese Sicht auf die Welt macht blind. Europa aber bleibt dabei. Barmherzigkeit ist gut. Die Küste bewachen aber besser.